Also, jetzt habe ich die Suppe gerade aufgesetzt. Die Suppe hat sich zusammengesetzt aus den unterschiedlichen Innereien, die ich abgekocht habe. Wie ihr dann wahrscheinlich sehen werdet, sie schmeckt einfach grausam. Also seitdem der Pansenfond dazugekommen ist, finde ich, hab ich die Suppe nicht mehr probiert, weil das war wirklich vom Geschmack her total eklig. Was macht ihr jetzt? Die Suppe, da können wir nichts reinmachen. Ey, die wird so versalzen für Tinnitus und Body. Ich muss auf jeden Fall diesen Tinnitus, der die ganze Zeit die Sachen frisst, als wäre das lecker, Alter. Den muss ich irgendwie mal ein bisschen erfolgloser Manieren beibringen. So, liebe Leute, ich habe mir noch ein bisschen was vorbereitet für zwei Kandidaten. Können wir das mal kurz sehen? Ja, es ist warme Pisse. Ich habe noch was für euch, der muss auf jeden Fall in die Suppe. Also das ist nur für Tinnitus und Body so, das, natürlich wissen die von nichts. Voll auf, gut. Hell, voll auf. Ach, stopp. Auffällig ist, wenn er... Wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Ich sag so an, wir einigen uns beide. So, okay? Nicht nur Body. Das ist voll in Ordnung, oder? Nein, nicht nur Body. Ey, hört auf, das ist Schweinepisse. Ja, genau, vom Fell. Hier, gib weg und schmeiß weg. Warum? Boah, geil. Vorher minimal markiert, ne? Damit wir genau wissen, welcher Becher wo landen muss. Für wen ist das jetzt? Das sind die Spezialbecher. Für wen? Ah, ich hab noch was gekurzt. Okay, ich geb Tinnitus und Body die Dinger, okay? Ja, immer noch gut und war lecker. Hey, ich muss mal sagen, das erste Dinner war ein Scheißdreck gegen heute. Ja, Mann, das stimmt. Also das ist echt hart pervers. Vor allem die Portionen sind so riesig. Bevor ich gleich, bevor mir schlecht wird und ich anfange zu kotzen, habe ich einfach keinen Hunger mehr und bin total pappsatt. Ich kann noch, auf jeden Fall. Und ja, der Tinnitus, der isst mir das bisher immer noch alles viel zu locker weg hier. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe das auch nicht erwartet, so, aber war bis jetzt ganz chillig so. Ich hoffe, also ich will nicht zu große Töne spucken, aber ich glaube, ich werde nicht verlieren. So. Aber wir gucken, was kommt, Alter. Wir gucken, was kommt. Also auf jeden Fall, es war sehr, sehr nicht lecker. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also war schon ekelhaft auf jeden Fall. Guckt euch den Eimer an. Ich habe die von meiner Perle geleckt. Ne? Also der Vergleich, ehrlich. Ich halte noch einiges aus, würde ich damit sagen. So, weiter geht's. Ja, als nächstes habe ich euch eine lauwarme, sehr salzige Innereienbrühe mitgebracht, ja? Lecker! Boah, schmeckt ich würde sagen, Prost, Alter! Bist du dabei? Boah, Junge, das ist richtig super, das ist ekelhaft. Kein Scheiß, die ist lecker. Klar, aber? Wie bei uns aus dem Kaffeeautomat, Alter. Hä? Ey, wie Hühnerbrühe. Boah, ihr verwendet Kaffeeautomat, Alter. 1:1 Kaffeeautomat-Style, Alter. Ich schwöre. Nee. Schmeckt gut. Laber. Das ist das Scheißrunde! Das war ja eine Verringer, ja. Nein, Runde war geil, auf jeden Fall. 20, ja, Mann. Wo sind die Salz, oder? Doch, extrem! Wie wir gerade sehen konnten, die zwei haben ganz locker die Innereienbrühe ausgetrunken. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Da war über ein Esslöffel Salz drin plus Pisse. Ich check das nicht, aber wir probieren es weiter. Bis gleich. Ganz klar, ganz leichte Runde. Kommt aus Two and a Half Men. Im Grunde brauchen wir nur Butter und wir brauchen ein bisschen Zucker und das Schniesen. Weil das ein Legastheniker-Spasti ist, kriegt ihr nochmal gesehen. So, jetzt machen wir einfach so. Ja, auf jede Seite kommt schön Zucker. Ach, die werden doch auf jeden Fall kotzen dabei. Hier, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist speziell nur für Schniesen. Ihr wisst sicherlich, Schniesen war zwischendurch lange im Krankenhaus. Schwierige Krankheit, der Junge. Deswegen keine Butter, sondern Margarine, damit es nicht ganz so schlimm wird für ihn. Weil wir wollen ihn ja eigentlich nur töten und nicht einfach ins Krankenhaus bringen, ja? Runde Nummer 4. Jetzt gibt's hier lecker Butter mit Zucker. Wie ein Kotz, Alter. Los. Jetzt müssen wir essen, oder was? Ich meine, du kannst... Stopp. Ja. So, erstmal gibt's eine heiße Tasse Butter. Neckerli. Ey, wie krass ist der Whisky gemixt? Gut. Warte, ich sag mal ganz einfach. So, Jules. Was wäre immer so? Ey, ihr Bastarde, Alter. Ich hab voll das Haar in der Hand. War keine Absicht, ne? Ist so. Ist so.
ich glaube einfach, diese Runde ist nicht schlimm wie jetzt für sofort. Das ist kein akuter Schaden, aber ich glaube für die Restverlaufzeit der ganzen Lena Scheiße hier kriegt er, glaube ich, gut den Magen voll, die salzige Brühe und jetzt das Butterstück. Das ist, glaube ich, Zucker auch noch. Das fördert auf jeden Fall die Darmflora. Als nächstes holen wir die Nieren raus, den Rest haben wir schon raus und jetzt machen wir die Innereienplatte. So, die packe ich aus, dann schneiden wir die runter und braten wir die schön in der Pfanne an. Genauso wie den Bries, das Herz dachte ich mir, das lassen wir einfach mal kalt. Ja. Ich habe da mal vorbereitet. Das hat lange gedauert. Mehr langen, mehr. Das dürfen die ja nicht merken, also. Wie gesagt, ich hab da mal vorbereitet. Und die schön aus der Mitte ein bisschen. Nein, Alter. Also ich bin mal gespannt, ob die sich gleich echt fragen, ob die Kälber wirklich Haare am Herz haben. Ich stell mir vor, die Kinder sind echt hart, Alter. Ja, die werden uns rausgehen. So, hört mir zu. Für diese Runde gibt es 3 Punkte. Ein Punkt jeweils für eine Innerei. Ich voll geil, Alter. Ich schwöre dir. Halt die Fresse. Schmeckt voll gut. Lack Scotch noch wieder. Killer. Lass mir zeigen. Auf jeden Fall schmeckt es bis jetzt. Also ich habe Herz gegessen, aber schmeckt auf jeden Fall definitiv bis jetzt gut. Du musst das Bier trinken, nicht ausspucken. Kotzen, kotzen, kotzen. Nee, das Kotze. Der telefoniert beim Kotzen jetzt. Definitiv, das war definitiv Kotze. Jo. Ruf mich später an, ich kotze gerade alles. Ja, Mann, hau rein, mach's gut, ciao. Warum ist da Zucker auf dem Bries? Weil da noch von gerade die Teller sind, du was? Kellerkind, Alter. Was dazu dient, das Immunsystem des Tieres. Ich hab's locker runtergeschluckt, dachte, ja Mann, du hast es geschafft, Alter. Auf einmal merke ich dieses Gefühl, ich hab's die ganze Zeit gehabt. Sehr geil bis jetzt, auf jeden Fall. So, meine letzte Waffe, die ich jetzt noch habe, ist auf jeden Fall diese Soße hier. Die ist sehr scharf, sehr, sehr scharf. So, als nächstes machen wir den Haggis auf, den schneiden wir schön in die Scheiben, der kommt kurz in die Mikrowelle und ja, soweit so gut, auf jeden Fall, ging gut. Mach nicht so, bist du bescheuert? Ja, doch, es hat gereicht. Nee, ach Quatsch, das hat absolut gereicht, auf jeden Fall. Alter. Mann, ich muss gewinnen, um jeden Preis. Ja klar, wir kriegen todesscharfe Soße da drauf. Nein, Lukas. So, als hätte ich so eine Woche lang nur Eigen. Mach den Mund auf. Mann, du bist nicht, du schmeckst runter.